Hallo, willkommen bei The Drinking Dentist. Heute schauen wir uns das Noctus 100 an, ein Imperial Stout von der Riegele Biermanufaktur in Augsburg. Auf geht's! Das Noctus 100 hat ein spezielles Herstellungsverfahren, das ist ein sogenanntes Drei-Maisch-Verfahren. Da kommt schwarz geröstete Gerste, Schokoladenmalze und ein Irish Ale Hopfen zum Einsatz. Dadurch kriegt das Noctus 100 eine wahnsinnig dichte und schwarze Farbe. Dieses Noctus 100, die Zahlen bei den Riegele Craft Bieren heißen immer was, das hier hat 100 Dunkeleinheiten. Also das werden wir nachher mal nochmal testen, da kann man nicht durchgucken. Das ist richtig eines der schwärzesten Biere, das ich kenne. Es hat 10% Alkohol, 25er Stammwürze. Es hat 25 IBU, die International Bitter Units, also auch ein ziemlich bitteres Bier. Es hat das Meininger Gold 2019 und den International Beer Award Germany 2019 gewonnen. Von Riegele weiß man, dass sie wirklich Ahnung von Bier haben. Das ist eine extrem gute Biermanufaktur hier in Augsburg. Und auch das Noctus ist ein wahnsinniges Bier. Es ist viel, es ist wirklich viel, es reicht eins. Und man ist richtig satt danach. Es ist ein sogenanntes Imperial Stout. Das ist eine sehr, sehr alte Bierart. Das war ursprünglich mal ein Geschenk. Es wurde als Geschenk gebraut für Katharina die Große. Und hat sich dann etabliert zum Hofbier der Zaren. Also jetzt schauen wir mal, ob wir uns wie ein russischer Zar fühlen können. Also was als allererstes mal auffällt, ist dieser Schaum. Das Bier im Glas sieht meines Erachtens nach aus wie ein Espresso. Es kommen also richtige Kaffeearomen schon rüber. Das ist echt irre. Also aus der Distanz riecht man das noch sehr, sehr deutlich. Das ist ein sehr feiner Schaum. Auch deswegen muss man echt ein bisschen an den Espresso denken. Guck mal, ob man sieht. Und es ist komplett schwarz. Also man sieht überhaupt nichts durch. Auch nicht gegen das Licht. Und ich habe da etwas vorbereitet. Wir haben hier ein bisschen wie bei der Knopfhoff-Show natürlich genau Dinge probieren. Ist hier ein Baustrahler. Der ist echt hell. Und wir versuchen jetzt mal mit diesem Ding durchs Bier durchzuleuchten. Und wir stellen fest, es geht nicht. Also es geht wirklich nicht. Es ist einfach komplett dicht. Und mit dem Baustrahler kann ich normalerweise ein 30 Quadratmeter Zimmer so ausleuchten, dass man wirklich gut alles machen kann, aber hier geht nichts. Da geht einfach nichts. Das ist dicht. Boah, jetzt muss ich das Gefunzel wieder ausmachen. Wir haben Kaffeearomen, wir haben Espresso-Duft. Es ist wahnsinnig dick, wahnsinnig zäh. Es zieht so richtige Schlieren runter und es hinterlässt auch so eine richtige braune Spur am Glasrand. Nicht nur ein Schaum, sondern eine richtige braune Spur vom Bier. Auch hier wieder wahnsinnig Kaffee. Malz brutal, ganz brutal Malz. Es riecht schon richtig schwer. Es riecht wirklich massiv, ganz einfach ein richtiger, massiver, dicker Körper, ganz ölig und schwer. Wäre es jetzt ein Parfüm, wäre es wahnsinniger Moschus einfach. Ne? Aber sehr gut, sehr ausgewogen, viel und wuchtig, aber ausgewogen. Cheers. Wow. Auch hier das Bittere von dem Espresso, von dem leicht kalten Espresso schon. Schokoladennoten sind definitiv drin. Malz auch hier im Geschmack wahnsinnig prägnant und prominent dabei. Und dicht, dick, schwer, ölig. Wirklich irres Ding. Also sehr, sehr gut. Stammwürze merkt man, die Bitter Units fallen jetzt nicht unangenehm ins Gewicht, ganz im Gegenteil, rundet das Ganze gut ab. Ein Hauch von Fruchtigkeit ist zu vermuten, aber eigentlich ist dieses Bier alles andere als fruchtig und leicht. Das ist ein Winterbier, also ein richtig schweres, tolles Ding. Da ist man nach einem auch satt und wahrscheinlich auch
spürbar betüdelt mit 10%. Das ist jetzt eine 0,3er Flasche. Die großen Riegele-Flaschen sind mit 0,6er, mit 0,6 Litern zu verbuchen. Die kleine Flasche hat es, glaube ich, um die 3 Euro kostet. Meines Erachtens nach definitiv das Geld wert. Wir werden noch ein paar andere Biere von Riegele anschauen. Vor allem, was hier natürlich auch Lokalmatador ist in Augsburg. Wahnsinnige tolle Brauerei. Ich hoffe, dass bald wieder mal die Open Bottle Freitage angeboten werden. Da kann man dann reingehen in die Braumanufaktur und kann sich tatsächlich mal durchprobieren. Da machen sie dann immer 3, 4, 5 Biere auf von den Craft-Bieren. Und die kann man dann durchprobieren, kann mit den Braumeistern sich über die Biere unterhalten, wie es hergestellt wird. Richtig toller Laden, wahnsinnig sympathische Biere, wahnsinnig sympathisches Team auch. In diesem Sinne, schaut mal vorbei, wenn ihr in Augsburg seid, und cheers!